Willkommen zurück zu Total War Shogun 2. In dieser... Was ist das denn? Yoriyasu? Ach, der Ninja, stimmt ja. In dieser Folge... Ach, den habe ich in dieser Runde... Genau. In dieser Folge werden wir weitermachen mit einer Schlacht. Genau. Die wir letzte Folge nicht fortgeführt haben. Diesmal würde ich sogar einfach aus Lust einen Belagerungsangriff machen, weil dann muss ich ja nicht. Das ist ja nicht so nötig. Und ich werde einfach fett mit meinen Bomberlingen, mit meinen Bombermännern stürmen. Genau. Durch Unbeständigkeit und Frivolität weichen wir vom Weg ab und zeigen uns selbst als Anfänger. Damit richten wir viel Schaden an. Leitspruch aus Hagakure, hinter den Blättern, Yamamoto zu Netomo. Mhm. Okay. Wetterbedingungen, Nebel. Effekte, reduzierte Sichtweite. Alle Schiffe und Geschosseinheiten feuern mit geringerer Präzision und Reichweite. Feindliche Einheiten bleiben bei großer Entfernung durch Nebel verborgen. Ach, ich warte mal. Immer noch Nebel? Okay. Immer noch Nebel. Trocken. Jawohl. Aufstellung starten. Was ist das für Musik? Dum 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 dum. So, eine epische Rede von unserem Anführer. Herr Daimyo-san. Oh, da ist hier niemand. Oder? Ah, der Erbe stimmt ja. Tatoe sono toki ga kitemo, onushi ra o kerai ni shitagaeta, kyou no kono homare o wasure wa shimai.敵にとっては、ここが正念場。しくじれば歴史にも残らん。いつの日か歌人が悲しい歌にして読んでくれるのだ。それでいいじゃない。我が敵は、奴らの領主と一門に忠誠を誓う勇敢な侍どもだ。あの者どもを滅ぼすとなると心が痛むが、これも運命のなせる技。仕方なかろう。命令は叩き一つ。 Tatsächlich, ja, das ist glaube ich die letzte Schlacht, bevor sonst alle dieser Großteil der Ziele erreicht wurde. So, wo geht's rein? Da geht's rein und da geht's rein. So wie da. Ja, ich würde sagen, ich stelle die einfach mal alle hier hin. Und dann werfen wir mit Bomben. Oh. Das sind Türme. So, ja, das reicht auch schon. Okay, alle sind hier. Oh. Moment, was ist das für ein Turm dort überhaupt? Alarm oder? Keine Ahnung. Ja, scheinbar Alarm. Okay. Boom. So, wo sind sie? Dort! Die sind alle da. Gut, da kommt die Verstärkung. Sehr gut, guten Tag. Ich glaube, ich sollte mich eigentlich schon mal beeilen, oder? Ich glaube lieber ja. Und die da können eigentlich schon so bleiben, wie sie sind. Das ist schon ganz gut. Moment, ich mache das mal so hier. Genau, kopieren bitte. Sehr gut.
So. Hier bitte nach wie vor sprinten, dankeschön. So, dann will ich mal schauen, wie sich die Bombermänner machen. Okay, das ist scheinbar nicht so effektiv gegen Mauern. Das war eine Horde Bombermänner. Gut, dann sollte ich die Bombermänner lieber zurückziehen lassen. Nein. Oh. Na gut. Das Ding ist fast kaputt, sehr gut. Aha. Na, hier da, Attacke. Euch brauche ich eigentlich nicht mehr so. Oh, nein. Stopp. Was macht ihr denn? Ach, da sind die. So, Speere! Runter! Runter! Hä? Ah, also! Bombermänner! Zum Angriff! Wenn ihr rüberschmeißen könnt. Nein, könnt ihr nicht. Oder? Könnt ihr? Könnt ihr oder könnt ihr nicht? Wo? Werfen? Okay, ihr seid scheinbar nur zur Verteidigung ganz gut. Dann macht man das Tor schon mal kaputt. Hallo. Schade, also na gut, okay. Wenn die nicht anders wollen.
an Rohrenschützen. Ihr stellt euch bitte. Hallo, ich hab gesagt Angriff. Jetzt. Dann ihr bitte. Doch lieber hier hin. Solange ihr euch nicht selber verletzt mit den Bomben. Ist euer Ernst, was ist denn jetzt los? Ah, das Tor. Ist das, kann man durch oder? Moment. Ach ja, Shigaro. Ihr könnt rein. Da bitte. Geht das? Schon? Ja. Bogenschützen, seid ihr schon an Ort und Stelle? Passt. Ah, ihr schießt schon. Sehr gut, sehr gut. Hey. Angreifen. Gut, Bombermänner, ihr? Jeder bitte. Ey, ey, nein, ey, gibt's doch nicht. Die mich veräppeln? Ja, die Nahkämpfer sind alle echt kacke, habe ich das Gefühl. Ja, echt unfassbar. Wow. Wirklich nur wow. Und schießen die eben mal, werfen die Bomben bitte mal oder so. Könnt ihr mal bitte was machen? Hallo Bombermänner? Das war, glaube ich, blöd. Ne, die kommen durch. Oder? Sprinten, oh, was spaziert ihr denn durch die feindliche Menge? Seid ihr verrückt? Wow.
Die Männer sind müde und einige von ihnen müssen ruhen, mein Lord. So, Bombermänner, macht mal bitte euren Zauber. Dankeschön. Hey, hallo, wirft. Gott, das ist dämlich. Wow! Oh, Herr Gott im Himmel! Wo seid ihr denn? Hä? Kommt ihr denn her? Wow! Meisterleistung! Ja, verreck doch, Mensch. Oder bleibt leben, keine Ahnung. Ah, jetzt sind sie alle fit oder was? Teufel. Wollt mich doch Parone piepeln, oder? Ach kommt! Attacke einfach! Ah, noch einer kommt. Nu? Also, einnehmen. Was für ein Zirkus! 20 Minuten hat mich das jetzt gedauert. Oh Mann. Also ganz ehrlich, ich glaube, die Yashiarigaru sind echt einfach nur zum Kavalleriebekämpfen da. Zum Nahkampf haben wir die Katana-Samurai. Und ja, das war's. Und dann gibt es Fernkampfeinheiten. Punkt. Oh. Friedlich besetzen. Mann. So. Provinz erobert. Sehr gut. Kran zerstört. Sehr gut. Wurden vom Angesicht der Erde gefegt. Kein Bild? Ich will mit Video. Hallo? Oh. Toll. Heißt, dass sie brauche ich jetzt auch nicht, ne? Nein. Gut, okay. Zurück zum Hafen, schätze ich, oder du bleibst. Warte mal. Wo ist eigentlich hier der. Nein. Der Clan, der. Na, Ashina, genau, wo bist du? Ashina. Oh. Oh. Wenn ein Tiger an der Tür. Was denn ein Tiger, was? Sprecht eure Worte. Moment, was wolltest du sagen? Dann sagt was. Ich werde.
Zeit. Ich werde. Sag das mit dem Tiger nochmal. Trag. Ah. Wenn ein Tiger an der Tür knurrt, hört man hin, aber man lässt ihn nicht zum Tee hinein. Sprecht. Ja, das macht Sinn. Reichtum moderat. Auch wirklich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oha, Takeda. Ui. Hoch. Data hat jetzt mit Takeda sich verbündet auch noch. Ja, wir drei sind die Großmächte. Ja, geil. Dann muss ich mich nur noch mit Takeda verbünden. Soll ich das machen? Ich und Takeda? Unentdeckter Clan Ashikaga, Shogunat, oha. Das Shogunat hat ein Auge auf ihn geworfen. Ich glaube, mit Takeda sollte ich mich auch verbünden. Seid gegrüßt. Was soll ich abkommen? Es ist immer nett, ehrliche Freunde zum Tee trinken und plaudern ja, zu können. Ja, Bündnis anbieten. Unter dieser Option könnt ihr militärische Bündnisse aushandeln. Zufriedenstellend, ja. Im Kriegsfall könnt ihr so auf Verbündete zurückgreifen und umgekehrt. Verweigert man einem Bündnispartner Waffenhilfe, wird das Bündnis automatisch beendet. Ja, nice. Thron, nein. Vorschlag übermitteln. Ja! Ja! Eure diplomatischen Fähigkeiten gleichen eurer Freundschaft. Ja! Wir nehmen mit Freuden an. Ja! Geil! Ja! Takeda! Takeda! Ja, nice, das muss ich Takeda noch nicht mal erobern. Und am Anfang wurde gesagt, die könnten eventuell wegen Oda mit eingreifen, wenn ihr Handelspartner bedroht wird. Nein, scheinbar nicht. Was Mission abgebrochen? Och ja, oh nein. Takeda, oh nein. Ja, nice! Geil! Hat sich das jetzt irgendwie... Nein, hat sich nicht auf die eroberten Provinzen ausgetragen. Nope. Womit kann ich mit denen hier... Kann ich dann bei denen herumlaufen oder ist das auch irgendwie ein Kriegsakt? Werter Freund, sagt, was euch militärischer Zugang. Dann werden wir eure Probleme gemeinsam lösen. Werter Freund, oh, danke schön. Darf ich bei dir herumspazieren? Militärischer Zugriff gilt als Vertrauensbeweis zwischen zwei Clans und kann über die entsprechenden Kästchen für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit gewährt werden. Zugriffsgesuche zwischen Verbündeten haben größere Chancen gewährt zu werden. Zugang anbieten und Zugang fordern. Unbestimmt, unbestimmt. Ja, dieses Abkommen ist zufriedenstellend. Ja, nice. Mein Freund, unsere Feinde werden erzittern, ja, wenn sie von diesem Abkommen hören. Ja. Ausgezeichnet. Ja, geil. Ja, ich freue mich so, ich freue mich so. Wenn jetzt Start bekommst du auch. Militärischer Zugang. Willkommen, mein Freund. Ich habe Sake bestellt, um unseren Geist zu beflügeln und unsere Herzen zu wärmen. Okay. Den Geist möchte ich lieber unbeflügelt lassen. Und, naja, geht auch Wasser? Ich tue so, als wäre ich betrunken, dann versprochen. So, Zugang, ja. Ja. Das ist ja voll einfach, ja. Mein Freund, ja. Unsere Feinde werden erzittern, wenn sie von diesem Abkommen hören. Ausgezeichnet. Sehr ausgezeichnet und wie? Oh, ich habe 9 Provinzen schon. Jawohl. Heirat? Willkommen, mein ehrenhafter Freund. Heirat zwischen zwei Clans kann die Beziehungen verbessern und stärken. Was sollen wir in der Hoffnung auf beiderseitigen Profit besprechen? Oh. Mein ehrbarer Freund. Ach, das gefällt mir so, dass das ganze Thema mit der Ehre und so. Oh.
Zahlungen, Heirat. Was macht ihr Heirat? Geiseln austauschen. Kinder können zu Geiseln werden und können nur als Teil eines Abkommens geboten werden. Und bilden kein eigenständiges Abkommen. Ja, Alter, ich kann Kinder entführen. Mit einem Ninja oder was? Gegen einen anderen Clan anzuschließen. Ach, krass. Hier ist ja. Oh, das ist ja voll coole Politik hier. Wegen den Kindern. Also, was das Embargo betrifft, meine ich nicht wegen den Kindergeiseln. Ja, warte, was macht das nochmal? Ah, okay. Oha. Militärisches Bündnis mit Takeda und mit Date. Und das bin ich. Ja, nice! Wir haben halb Japan! Ja! Wir sind unbesiegbar! Wer ist das hier eigentlich? Orochi und Shon. Aha. Gut. Das war doch eine sehr ereignisreiche Folge. Der Ninja, warte mal, kann ich ihn jetzt. Nein, das ist immer noch dieselbe Runde, ne? Genau. Ach, der Ninja, der feindliche Ninja ist eh weg. Okay. Nice. Ja, da. Hey. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du gehst bitte. Ja, gut. Die Sorte kann ich eigentlich wieder zurückrufen. Ja. Hierhin. Dich mache ich dahin. Und dich. Kann ich jetzt hier? Ah. Okay. Weil die möchte ich dann hier am besten. Oder kann ich nicht einfach hier. Ne, hier ist eine Brücke. Ich muss dann. Genau. Ich möchte die gleich übers Meer hier dahin bringen. So. Kann ich erhöhen oder. Nein, kann ich nicht. Okay. Das ist ja sehr toll. So, dann. Nächste Runde. Frühling. Dong. Und es wird Zeit, wieder auszumachen. Das Schiff ist wieder weg. Ich muss die Möglichkeit ergreifen. Ich habe noch hier 5 Runden, glaube ich. Handel. Ausländerhandel. Ne? Ausländerhandelsbonus? Meine Zunge wird wieder wässrig und betrunken, habe ich das Gefühl. Wenn ich lange quatsche und nicht schlucke. Schickt mehrere Handelsschiffe zu einem Handelsposten, um das Warenaufkommen zu erhöhen. Oder überfallt feindliche Handelsrouten, um das Einkommen nicht in die falschen Hände geraten zu lassen. Bedenkt allerdings, dass der Angriff auf gegnerische Handelsrouten eine Kriegshandlung darstellt. Mit unserem Schwerpunkt auf dem Handel zu sehen, haben wir die Kontrolle über die Schifffahrtsroute gewonnen. Lukrative Warensendung plus 100% Bonus auf Städtewohlstand durch Häfen. Oh ja. Okay, was hast du gesagt hier? Handelsschiffe? Moment. Tsuzukabe? Ich glaube, Tsuzukabe wird sein Ding nie aufgeben wollen. Daher würde ich sagen. Da ist er jetzt frei geworden. Jawohl. Jawohl. Diese Runden habe ich noch? 4. Jawohl. Was gibt's hier nochmal? Schlachtrösser. Oh. Mana. Gut. So. Du könntest mal in diese Flotte rein. Oder nee, warte mal, du könntest in diese Flotte da rein, genau. Genau, überall 2 Schiffe. Jawohl. Du könntest. Ah. Da warte mal. Was gibt's hier? Weihrauch. Weihrauch?
Weihrauch, Schlachtrösser und da oben war Eisen. Eisen kaufe ich jetzt ganz gut. Eisen. Wozu brauche ich eigentlich Weihrauch so viel? Was? Nein. Rechtsklick zum Betreten immer. Die Besetzung eines Handelspostens mit einem Handelsschiff, das eine neue blablabla. Ich sollte doch Handelsposten bewachen, Schiff schützen, blablabla. Um den Handelsposten voll auszunutzen, müsst ihr Ressourcenteile und Clans durch Handelsabkommen exportieren. Habe ich ja. Mache ich ja mal nicht. Na gut. Schlachtrösser. Ich weiß nicht, ich hätte gerne viel Eisen. Das heißt, ich nehme. Wo bist du? Handelsschiff, du bist da. Ich möchte, dass du Eisen machst. Du solltest überall drei Schiffe haben. Wie viele sind da? Ein Schiff, ne? Eins, zwei, drei. Okay. Dann ist hier eins. Okay, dann mache ich noch ein Handelsschiff. Oh, hier. Hier rekrutiere ich ein Handelsschiff. Genau. Dann habe ich hier drei, da drei und da werde ich auch drei haben. Oder warte mal. Eins, zwei, drei. Hier eins, zwei, drei. Ja. Doch, die fahren dahin. Da sind zwei. Okay, okay, alles gut. Genau, da baue ich ja eins. Das kommt dahin. Hier habe ich eins gesendet. Genau, das kommt da hoch. Aber da steht nur eins bisher. Jawohl, das muss repariert werden. Okay, dafür, für da oben baue ich vielleicht zwei weitere Handelsschiffe. So. Jawohl. Jetzt. Du bitte dahin. Jawohl. Du bitte dahin. Jawohl, dann du. Dann du bitte dahin. Sehr gut. Hey, das hat ja super funktioniert. Muss ich ja eigentlich was reparieren? Ja, muss ich. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ich bin schlau. Doch, das verbessere ich. Sehr gut. Dann. Gut. Ah, stimmt ja. Hab ich schon Schiff gebaut? Nee, oder? Nein, das. Ah ja, stimmt, das habe ich ja jetzt gemacht, oder? Ja, glaube ich. Doch, ja, okay. Dann speichere ich. Und das war's mit dieser Folge Let's Play Hojo. Hojo? Ja. So. Nächstes Mal darf ich nicht vergessen, dass ich dahin. Ach nee, die kommen ja schon. Dass ich dahin ein Handelsschiff schicken muss. Und zwei weitere dahin. Neben dem, der hier schon unterwegs ist. Genau. Ach, den kann ich ja noch bewegen. So, effektiv die Reichweite ausgenutzt. Da ist alles gut. Kann ich den noch irgendwie bewegen? Ein bisschen? Nein. Da irgendwie. Oh ja, und wie? Oh. Gut.
Montag. Ah, okay. Dann war es das von dieser Folge. Ich speichere nochmal, weil ich habe ja was gemacht. Danke fürs Zuschauen. Und wie man scheinbar gerade erfahren hat, durch mich, Yari Ashigaru, Speerkämpfer, sind gut gegen Infanteristen. Wenn es da, darum geht, Nahkämpfer zu haben, also um Beispiel Tore einzunehmen oder die Einheiten hinter den Toren zu bekämpfen, nehmt euch Katanas. Die sind weitaus effektiver. Weitaus. Und sonst, dann habt ihr Fernkampfeinheiten, nehmt euch welche ihr wollt. So, das war's von meiner Seite her. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Konnichiwa sage ich. Sayonara.